So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder zurück, habe meinen Urlaub genossen, doch jetzt geht es wieder an die Arbeit. Der Haikyuu-Tag ist diesen Samstag, nochmal zur Erinnerung, und während ich weg war, gab es einige News auf Twitter, die ich euch zeigen möchte. Ich würde sagen, beginnen wir mit dem Video. Also, die offizielle Haikyuu-Seite auf Twitter hat uns einige Informationen gegeben, als ich im Urlaub war, nämlich, dass es am 19. August einen offiziellen Haikyuu-Tag gibt, den wir natürlich auch letztes Jahr mitbekommen haben. Dort kam, glaube ich, auch der Trailer raus. Der war dann aber, nee, das war der 13. August, daran kann ich mich sogar noch gut erinnern. Aber zur gleichen Zeit, dort haben wir halt ja einige Sachen bekommen zu Haikyuu, und dieses Mal ist es auch der Fall. Ich dachte jetzt, dass es zu 100% der Trailer sein wird. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, denn wir haben hier einige Details, was an diesem Tag passieren wird. Nämlich wird am Haikyuu-Tag ein YouTube-Livestream erscheinen, wo um 12 Uhr über den Anime geredet wird. Ein spezieller Anime-Livestream featuring Ayumu Murase und Kaito Ishikawa Murase. Geil ausgesprochen. Aber ja, da weiß ich nicht ganz genau, worüber es gehen wird. Es hat irgendwas mit dem Anime zu tun, deshalb können wir uns gut vorstellen, dass irgendwas kommt, vielleicht ein Trailer, also wenn, dann ein Trailer. Um 13 Uhr kommt dann, glaube ich, ein Interview, eine Zeremonie. Ja, dort ist auf jeden Fall Hinatas und Kageyamas Voice Actor dabei, in der Kame Arena Sendai. Da passiert auch irgendwas, also habe ich keine Ahnung, alles auf Japanisch, da ich verstehe gar nichts. Und um 13 Uhr gibt es was zu der Real-Life-Serie. Gekidan Haikyuu, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und da bin ich mir nicht so sicher, wenn dann um 12 Uhr, also in Deutschland wäre das dann um 7 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens. Da fragt man sich, lohnt sich das wirklich, um 6 Uhr morgens aufzustehen, um dann irgendwie enttäuscht zu werden? Wenn wir zu 100% wüssten, okay, das ist der Anime-Trailer, dann ist es was anderes. Aber um 12 Uhr in Japan kommt ein Special-Anime-Livestream. Und das ist natürlich eine Sache. Da könnte auf jeden Fall was kommen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um etwas zu droppen. Einmal das oder natürlich der 24. September. Für die meisten wäre das jetzt ein kleiner Downpunkt, denn ey, wieder einen Monat warten, bis wir irgendwas bekommen. Aber wenn, dann dort. Denn das hat auf jeden Fall was mit dem Anime bzw. mit den zwei Filmen zu tun, weil dort steht es auch richtig in Gänsefüßchen. Haikyuu Final Kickoff Event. Das heißt, da wird es auf jeden Fall was geben, also spätestens dort. Das regt mich ein bisschen auf, denn ich habe mich schon irgendwie auf den 19. August eingestellt, und umso schneller der Trailer kommt, desto schneller kommt auch der Film. Deshalb regt mich das jetzt auch ein bisschen auf. Vielleicht bekommen wir sogar am 19. August einen Trailer oder so. Könnte sein. Und vielleicht ist dann der 24. September vielleicht ein zweiter Trailer oder dann nicht nur der Teaser-Trailer, sondern der richtige Trailer, kann ja auch sein. Oder noch was anderes, also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt euch den 19. August und den 24. September. Also 24. September, wenn wir dort keinen Trailer bekommen, dann bekommen wir auch gar nichts. Also das ist zu 100%, weil dort steht es auch drin, Haikyuu Final. Und so heißen die Filme. Deshalb, ja, spätestens am 24. September. Ich bin auf jeden Fall hyped. Gucken wir mal, was am 19. kommt. Vielleicht kommt da auch irgendwas, weil da steht Special Anime Livestream. Ich hoffe, da kommt nicht irgendeine langweilige PMV oder so. Ich hoffe, da kommt irgendwas. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Morgen kommt ein Re-Upload zum Beach Arc, denn das wurde leider gesperrt. Echt, lange Videos sind sowieso einfach ein Krampf auf YouTube. Aber ich lade das auf jeden Fall nochmal hoch. Und dann kommt nächste Woche auf jeden Fall der nächste Part der Manga Haikyuu-Zusammenfassung. Und ja, das soll es vom Video gewesen sein. Wir sehen uns.